begleitet mich heute ins Magic Kingdom. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus Walt Disney World. Und heute bin ich alleine unterwegs. Prina und Sinan gehen zu den Horror Nights und da bin ich raus. Wir haben heute ausgeschlafen, dann habe ich meine Hoteltour gedreht, kurz am Pool gechillt und jetzt ist es glaube ich schon 12:30, also ja, mittags. Und ja, ich gehe jetzt alleine ins Magic Kingdom, möchte ein paar Sachen erledigen. Gehe heute Nachmittag dann bei Snow White essen, aber in einem Hotel. Das heißt, ich muss dann nochmal raus und fahre dann wieder zurück. Aber ja, ich stresse mich heute nicht, ganz entspannt. Möchte noch ein Merch-Video für euch abfilmen. Heute Abend nochmal Feuerwerk gucken. Ja, ich lasse mich einfach treiben. Es ist, glaube ich, heute wieder sehr, sehr voll, was ich so in den Wartezeiten gesehen habe. Fahren werde ich heute nichts, denn Prina und ich möchten die nächsten Tage noch die anderen Sachen abklappern zusammen, die uns noch fehlen. Und ja, ich guck mal heute Abend, vielleicht setze ich mich irgendwo rein und fahre was. Aber jetzt lange anstehen habe ich heute auch keine Lust. Deswegen, ja, begleitet mich heute ins Magic Kingdom. Again? Thank you. Ihr habt jetzt ein bisschen was von der Halloween-Deko hier auf der Main Street gesehen. Ja, also es ist schön, aber ich muss sagen, ich finde unseren Disneyland Paris viel schöner. Mit den Girlanden über der Main Street und den Mickey Pumpkins und so. Finde ich das schon ein bisschen schöner als hier. Aber es ist natürlich immer Geschmackssache. Ich stehe jetzt hier beim Fotopass an, damit ich noch ein paar Fotos machen kann heute. Und ja, dann schauen wir mal. Gucken wir mal nach den Snacks dann, würde ich sagen. So, jetzt sind wir hier im Snacks-Shop und dann gucken wir mal, ob wir was uns einen Snack gönnen. Ein riesen Halloween-Cookie. Halloween Rice Krispie. Hi! Ich glaube, ich hole mir so ein Halloween Rice Krispie. Hier gibt es noch einen Pumpkin-Apfel. Ja, ich glaube, es wird so ein Rice Krispie. Oh, der ist aber auch süß, der Cupcake. Ja, so Snacks gibt es hier echt viele und sehr süß. Ansonsten gibt es hier noch Zuckerwatte, eingepackte Rice Krispies, Popcorn, ein riesen M&M's-Band. Da hinten kann man noch Popcorn kaufen.
Ja, hier gibt's noch Popcorn mit verschiedenen Sorten. So, glaube ich schon mal Rice Krispie. Was ich jedoch hier ein bisschen neidisch drauf bin, sind diese Mickey Pumpkins. Die finde ich sehr, sehr schön. So einen hätte ich auch gern für zu Hause. Gibt die ja und einmal Cinderella. Die finde ich viel schöner. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Mit der Show jetzt um 14 Uhr. Aus irgendeinem Grund ist sie ausgefallen. Keine Ahnung. Müssen wir dann die nächsten Tage nochmal gucken, weil heute schaffe ich es nicht mehr. Leider, ich hätte es schon gern schon vorher mal gesehen, aber gut. So ist das leider mit Shows. Sie können natürlich ausfallen. Aber wir haben ja Freitag noch den ganzen Tag und Brina möchte sie ja natürlich auch sehen. Ich hätte sie ja gern zweimal gesehen, aber so ist es jetzt. Ja, ich stehe jetzt an für die Stiefschwestern von Cinderella und guck mir dann die Parade nochmal an. Hi, how are you today? Oh, I'd be better if I was wearing a tiara. Did you find your prince already? Well, I'm hoping that I can find a prince, but I haven't yet. I mean, I sort of did, but he's not eligible enough because he doesn't meet mother's standards. It's not actually a prince. Well, what is it then? He's a prince to me. He's a baker. Mother said he brought home the wrong kind of dough. I want to marry an emperor. That's a good idea. Empress Drizella has a nice ring to it. Yeah, that's a good idea. I thought so. Let's have some pictures. Oh, yeah. So, die Stiefschwestern habe ich getroffen und ich weiß nicht, wie lange ich gerade habe, 20, 30 Minuten, also verhältnismäßig vollkommen okay. Und jetzt, ich habe mir eben eine Lightning Lane für die Parade gebucht, also im Prinzip sowas wie bei uns in Disneyland Paris mit der Infinity-Jahreskarte, so Reserved Spaces für die Parade.
Und das habe ich mir in Lightning Lane gebucht. Und ja, ich bin jetzt hier eine halbe Stunde vorher hin. Es sind natürlich schon Menschen da. Aber ist ein schöner Spot und finde ich gut. Jetzt warte ich hier. Das Nach-der-Parade-Phänomen gibt es hier auch, dass alle Leute nach der Parade irgendwie rausströmen wollen. Ich ja auch, aber weil ich eine Reservierung habe in der Wilderness Lodge. Aber ja, es gehen gerade sehr viele, wahrscheinlich Pool, kurz entspannen oder so. Ist ja auch ein langer Tag im Magic Kingdom, wenn es bis 23 Uhr offen hat. Ja, ich gehe jetzt raus, fahre mit dem Bus zur Wilderness Lodge. Hier dann da schön essen. Das ist aber wird ein separates Video sein über das Restaurant. Und ja, dann komme ich danach wieder her. Hoffentlich bringt mich zur Golden Hour für ein paar schöne Fotos. Und dann habe ich eigentlich nichts mehr geplant. Wie gesagt, ein paar Fotos. Vielleicht fahre ich mal den People Mover und gucke mir heute Abend das Feuerwerk an. Und dann werde ich. Achso, das Merch-Video möchte ich für euch noch abfilmen. Das ist aber dann auch schon online, damit ich die Woche noch ein Video habe, was ich hochladen kann. Ja, aber. Das mache ich alles, wenn ich zurück bin. Jetzt geht's erstmal in die Wilderness Lodge. Ja, so kann es auch gehen. Privater Chauffeur sitzt nämlich allein im Bus. Kein Menschenseele. Ist aber auch mal ganz gut menschenlos. Ich fahre jetzt ein bisschen Zeit. Jetzt bin ich mal hier in den Shop rein. Und wie süß sind die Figuren bitte. Hey, das Hotel hat natürlich seinen eigenen Merch. Very cute. So, sitze wieder im Bus zurück, habe mich wieder umgezogen und wir sind am Freitag ja nochmal in der Wilderness Lodge in einem anderen Restaurant. In dem Wilderness Café heißt es, glaube ich. Dann auch wieder mit Prina und Sinan zusammen. Aber also generell dieses ins Restaurant gehen, essen, Table Service ist hier halt unheimlich teuer und ja. Biergarten zum Beispiel im Nachhinein würde ich jetzt auf gar keinen Fall nochmal machen für den Preis. Aber das weiß man halt vorher nicht. Aber ja, man muss sich halt entscheiden, ein paar Restaurants raussuchen, die einem gut gefallen, bei denen das Menü zusagt oder halt Character Dining. Da muss man halt tiefer in die Tasche greifen und ja, ansonsten kann man sich auch gut schnell in das Restaurants hier durchfressen, kann man das so sagen. Ja. So, jetzt geht's zurück ins Magic Kingdom und dann werde ich noch das Merch-Video abfilmen und dann habe ich Bock auch heute auf People Mover. Mal gucken, ob nicht so viel los ist, irgendwas Gechilltes. Vielleicht nochmal die Teetassen mit Lightning Lane. Ich schaue einfach mal. Come on.
Ja, ich liebe die Golden Hour. Das ist so schön, das Licht. Perfekt für Fotos. Gerade das Gegenlicht, aber es ist sehr, sehr schön. Good evening, friends. Look around you. There is a special magic that flows through this land. The magic of fantasy, swirling with pixie dust, made more brilliant by the light that lives within you. It inspires us to wish upon stars, follow our hearts, and find our happily ever afters. Tonight, as we gather together under the spires of this majestic castle, our dreams ignite the magic to create a beacon shining out and celebrating 50 years of the most magical place on Earth. Ja, ich habe jetzt Beacon of Magic geguckt, das habe ich nämlich im Januar nicht geguckt, das haben wir auch letztes Mal nicht geschafft zu gucken. Jetzt habe ich es mal gesehen und habe mir jetzt eine Lightning Lane für Tea Party gebucht, denn das habe ich bisher auch noch nicht hier gemacht. Mache ich jetzt gleich und dann gehe ich irgendwann zum Feuerwerk. Ich denke, nach dem Feuerwerk werde ich nochmal eine Runde People Mover fahren, weil alle dann natürlich rausströmen und denke ich mir, fahre ich noch eine Runde People Mover, damit es ein bisschen ruhiger wird, also hoffe ich mal. Und dann werde ich heute Abend noch das Merch-Video, was ich eben abgefilmt habe, auch noch schneiden und hochladen. Das heißt, wenn euch das interessiert, könnt ihr euch gerne mal in meiner Playlist umschauen. Ja, jetzt warte ich bis zu meiner Lightning Lane, trinke jetzt mal was und chill jetzt ein bisschen hier vor den Teacups. Heard of Mike Wazowski? Raise your hand if you've heard of Mike Wazowski. Wow, look at that. There's like 91% of you. That completes our mic check. Oh, somebody laughed. I heard it. Look at that, too. We got 2 gigawatts just from that mic check joke. That's very good. Oh, speaking of very good, we got a dancer. Come on. Hey, hey, Andrew. Gonna dance. Some noise for your monster of ceremonies, me, Mike Wazowski! Hello, humans! Oh, very good! I'm Mike Wazowski. That's Wazowski with one eye. Welcome to the laugh floor. Now, if this is your first time in the monster world, there are a few things you should know. Like if I said, you stink to that guy, it would be a compliment. Why don't we trot Mike and Sully in the human world? This sends Sully into a wild tizzy. Tizzy time! Oh! Oh, goodness! Oh, he was so distressed for a second. Did you see that? Yeah, I did. You're boring me. How is this boring? Wrap it up. All right. Okay, Sully went to Nero Rollins' call, started back to Muscle, trying to get Boo back home. Randall chased him on a roller coaster, arrived at the door. Both pitch camp, Randall. Mike's was one in your sales come left. Oh, the world's greatest husband. Look at that. Congratulations. Oh, whoa.
Okay. He's taking a picture saying, yep, it says it right there. And what is your name, husband? Nicholas. Nicholas. Is that your last name, Olis? No. Oh, okay. Hey, Nicholas, how long have you and Jackie been married? 6 years. 6 years, how about that? Wait, no, wait. 3 years. Did she? 3 years. Oh, but you only became the world's greatest husband 3 years ago. Yes. You've been married 6 years, but 3 years of the world's greatest. Okay. Well, Nick, Olis, you were in luck, my friend, because I'm going to help you out. I'm going to do something that you've been attempting to do for the past 3, 6, 9, whatever years. I'm going to read Jackie's mind. Jackie, pick a number between 1 and 50. Do you have a number in your head? Yeah. Great. Tell the rest of the audience the number. That way they'll be amazed when I get it right. I will close my eyes so I cannot hear you. Go ahead, Jackie. 6. Jackie, did you tell everybody your number? Yes, I did. I see. I couldn't hear anything. My eyes are closed. Jackie! Beam that number to me with the power of your mind. Let's get Hubs in on this as well. Both of you make finger and she's reading my mind. That is crazy. And what are you, blowing into a microphone? That's not right. Okay. Nicholas, Jackie, make antenna on top of your head with your fingers. I'll get a better signal that way. Little antenna on top of your fingers. There you go. Now connect those antennas together to boost the signal. Connect your antennas with one another. There you go. Jackie, you can face him. You've been married for 3 years. All right. Now repeat that. No, keep them up there, you guys. I just lost the signal. Now repeat the sound of mystery. It goes like this. Oh, he is a keeper, Jackie. Oh, give them a round of applause. We wish you two nothing but the absolute best. Your number is 6. Whoa, is he trying to grab some other child? Or I don't know what's going on.
das letzte Mal Enchantment für mich, für immer. Denn Enchantment wird ja wieder ersetzt durch Happily Ever After. Ich glaube nächste... Ah, oh, wie schön! Sieht man das? Ja, sowas ist dann hier irgendwie auf einmal spontan, wenn man hier lang läuft. Das finde ich cool. Das ist echt schön gemacht. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Und mein Zoom ist, glaube ich, noch drin. Noch näher. So, jetzt. Wo war ich stehen geblieben? Keine Ahnung. Fangen wir aber nochmal neu an. Also für mich war es ja das letzte Mal Enchantment für immer. Weil es wird ja nächstes Jahr oder irgendwann jetzt durch Happily Ever After wieder zurück ersetzt sozusagen. Happily Ever After war ja die Show vor Enchantment und die ganzen Fans haben rebelliert und wollten Happily Ever After zurück. Ich finde Enchantment trotzdem schön, aber ich kann es auch nicht vergleichen zu Happily Ever After, weil ich Happily Ever After nie gesehen habe. Ja, deswegen das letzte Mal Enchantment. Wenn ich in den nächsten paar Jahren mal zurückkomme und dann Happily Ever After läuft, freue ich mich auf jeden Fall. Ja, für mich geht es jetzt ins Hotel. Eigentlich wollte ich noch People Mover fahren, aber ich war jetzt eher am Ende von der Main Street und dann die ganzen Menschen, Massen, wirklich, es sind tausend, also noch mehr als in Paris. Die stehen überall, diese Menschen. Und deswegen, also sage, okay, gehe ich einfach raus. Und Brina will ja eh nochmal People Mover fahren die Tage und im Hellen ist es auch ein bisschen besser, weil man dann schon das Update ein bisschen, also den Fortschritt ein bisschen besser sehen kann. Tron macht ja im Frühjahr nächstes Jahr auf. Werde ich dann auch erst ja, beim nächsten Besuch irgendwann mal in den nächsten Jahren dann sehen. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, jetzt haben wir irgendwie einen Reisebus zum All-Star Music Resort. Ist auch ein bisschen strange. Ah ne, da steht VIP drauf. Nee, das bin ich leider nicht. Irgendwie strange. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich check mal die Lage und dann komme ich nochmal zurück zu euch. Ja, bin jetzt wieder im Hotel angekommen. Das war irgendwie so ein Reisebus, deswegen hat es mich verwirrt, aber er ist trotzdem zum Hotel gefahren. Und ich glaube, zum Thema Enchantment habe ich alles gesagt. Und ja, was wollte ich? Ich weiß nicht, was ich noch erzählen wollte. Ich hab den Faden verloren. Ja, der Pool hat wie immer noch auf bis 10. Hier gucken die Leute gerade noch den Film. Können auch noch baden. Morgen geht's zur Not So Scary Halloween Party und vorher werden wir einfach ausschlafen und an den Pool gehen. Also morgen früh wird es kein Video geben, erst dann zur Mickey's Not So Scary Halloween Party. Da freue ich mich sehr drauf, ich bin sehr gespannt, ein extra Feuerwerk, extra Parade. Gut, das ist die einzige Halloween Parade, die im Magic Kingdom stattfindet. Tagsüber läuft ja keine Halloween Parade. Ich freue mich sehr, bin sehr gespannt, wie hier die Halloween-Partys stattfinden. Ich kenne ja bisher nur die aus Disneyland Paris. Und ich bin auch sehr gespannt, was Brina und Sinan erzählen werden von den Horror Nights, wo sie ja gerade sind. Ja, damit verabschiede ich mich heute von euch. Ich hoffe, dieser Vlog alleine aus dem Magic Kingdom hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Ich kann gar nicht halten. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns morgen ausgeschlafen in aller Frische wieder zu Not So Scary Halloween Party. Gute Nacht. Ich wink euch jetzt mal imaginär zu. Ciao.